Hallo, ihr blutschlabbernden Schleckermäulchen. Willkommen zurück zu Them and Us. So, was haben wir hier? Da ist gar nichts, obwohl der Stoff liegt. Ja, wir spielen es weiter in der First Person, Leute. Ich hab Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. So, ein Mondschlüssel. Ach ja, sehr gut. Haben wir den jetzt auch? Schreibt mir auf jeden Fall mal gerne in die Comments immer, wie es euch so gefällt gerade noch. Ob ihr euch noch daran erinnert, wie es damals war. Ich habe das schon gespielt ein bisschen damals, die Early. Das ist der Sonnenschlüssel. Und nee, warte, muss ich da erstmal rangehen, dass ich das erkenne, oder? Hier oben ist kein Mond. Es ist jetzt echt nur für den einen Raum, dass ich dahin zurückkomme, oder was? Okay, das ist einfach nur für den Rückweg. Wir gehen erst nochmal hoch. Mal gucken, ob hier noch was ist. Das Feuerzeug nehmen wir mit. Kann ich nicht mehr. Leg mal alles hier mitten in den Weg. So. Noch die Heilung mitnehmen. So. Das legen wir noch ab. So. Ich glaube, es gibt nichts Stärkeres als mittlere Verbände. Also außer mittlere, das ist halt so das Höchste, meine ich. An Verbänden und dann halt noch das der Verbandskasten. Beschreibt eine Aura der Dunkelheit und Bosheit. Alles klar. Warum auch nicht? Da oben noch Zombies? Okay. Das verstrickt auch eine Aura der Dunkelheit und Bosheit. So. Da ist nix. Ah, noch eine Schallplatte. Ja, gut. Kann man mal mitnehmen. Was haben wir hier oben noch für Türen? Die ist so. Da unten, die ist rot-grün. Was soll das bedeuten? Memo von Chefkoch James an das Personal. Aaron, könntest du bitte jemandem vom Küchenpersonal sagen, dass die Uhr auf diesem Stockwerk zurückgesetzt werden muss? Ich weiß, dass der Meister Unpünktlichkeit hasst. Sie sollen auch gleich die Küchenuhr überprüfen. Die geht nämlich oft kaputt und ich muss dafür sorgen, dass die Mahlzeiten pünktlich sind. Danke, Chefkoch James. Das heißt, die Uhrzeit muss ich einstellen auf der Uhr im Speisesaal, schätze ich. Na? Hab mir gedacht, dass der noch lebt. Aha, jetzt nicht mehr. Guck mal, die Munition 58 habe ich jetzt schon gestapelt. Da geht auf jeden Fall einiges hier. Wow. Krass. Ist hier noch was? Gesperrt. Ein kleines goldenes Schlüsselloch für das Buch. Aha. Eieiei, das Gewitter auf einmal. Das Symbol verströmt auch die Bosheit irgendwie. Ah, von der anderen Seite verschlossen. Okay. Interessant. Der Dark Room. Also, ist nicht so ganz. Was? Ist nicht so meins, so ein Dark Room. Oh. Wie eben das seine. Ja, stirb. War da unten schon? Nee. Nee. Hier irgendwas wird. Nee, kann ich auch nicht zerstören, die Teile. Was denn hier? Liegt hier irgendwas? Auf jeden Fall Munition, warte mal. Da kann ich von unten rein. Das sieht auch so aus, als wäre ich da schon drin gewesen, war ich aber noch nicht. Okay. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt gewesen sein soll mit dem Darkroom. Okay, wir haben jetzt hier alles gemacht, glaube ich. Hier oben. Was haben wir denn noch? Wir haben noch eine Schallplatte. Lege ich mal kurz da rein. Ich habe noch den Mondschlüssel. Für was auch immer. Ich will, glaube ich, auf jeden Fall vor dem nächsten Part dann mal speichern, weil das ist vielleicht gar nicht mal so blöd, ne? Also wenn ich den Part beende, werde ich mal ein Save anlegen, endlich. Aber gespeichert habe ich doch gar nicht, übrigens. Aha.
So, ich habe mal wieder gesehen, Leute, dass sehr viele von euch offensichtlich meine Videos schauen, ohne abonniert zu haben. Also wenn ihr das gerne machen möchtet, würde mich sehr freuen, übrigens. Aber das ist halt überhaupt nichts. Das ist halt gar nichts. Blöde Bandage. Oh, der Mondschlüssel. Auch gut zu wissen, dass hier unten noch der Mondschlüssel zu gebrauchen war. Oh, nee. Der eine steht nämlich bestimmt auch gleich auf. Tisch doch. Oh, ich dachte schon, der steht auf gerade. Und ich habe immer noch einen Slot für das Magazin nur. Geil. Ja, also ich weiß noch nicht, so ein Account machen ist ja nicht schwer, ne? Also, wenn ihr jetzt über Fernsehen guckt, dann findet ihr mich auch viel leichter übrigens. Aber mir so klar, dass du aufstehst, du ekelhafter Kretzkopf. Er versucht es zumindest. Losklemmt, ich kann die Tür nicht öffnen. Na dann. Vielleicht mal kräftig dran rütteln oder so. Die Uhr funktioniert nicht. Ich kann darunter ein kleines Stück Papier sehen. Ja. Leg mal die Uhr. Auf der Notiz steht 6.40 Uhr Essenszeit. Ich wette sogar, das ist jedes Mal anders von der Zeit. Ach, wie es aussieht. Lecker Essen gibt's hier. Sieht aus wie ein sehr kleiner Aufzug. Vielleicht wird damit das Essen ins Anwesen transportiert. Ist aber ein sehr kleiner Aufzug, wenn man überlegt, dass da oben Platz ist für viele Leute. Den alten Schlüssel. Abgenutzter kleiner Schlüssel. Okay. Die Tür wird von einem seltsamen Mechanismus versperrt, der sich dann in Vorhänge schloss. Ist aber seltsam. Damit können wir nichts mehr machen. Also wir haben die Uhrzeit schon mal. 6.40 Uhr. Das ist gut. Sehr, sehr gut. Läuft. So, warte mal. Hier haben wir noch den Erste-Hilfe-Kasten. Erste-Hilfe-Kit. Leg ich mal hier vorne in den Gang, dass ich es finde gleich. Und ich glaube, die Pistole kann ich eigentlich auch mal hier lassen, oder? Und die Munition. Ja doch, komm. Lass mal hier alles. Ich brauche eigentlich eh nur das Messer aktuell. Es ist ja jetzt nicht schwer, hier ein bisschen rumzustabben. Die Leute abzustabben. Lass mich warten. Ja, natürlich. Nein, bitte. Ja, Polizei. Ja, ja, ja. So. Aber was haben wir? 6.40 Uhr haben wir gesagt. Okay, das ist ein bisschen langsamer noch, bitte. Es geht mir viel zu schnell gerade, das Einstellen der Uhr. Aber soll ja auch so, ne, dass man nicht die 5er Schritte hat von Minuten, sonst könnte man wahrscheinlich einfach rumprobieren. Ach, ja, ja, ja. Das war richtig. Okay. Was haben wir? Ein Zahnrad. Ein Uhrenzahnrad. Gut. Dann. So, Mondschlüssel war jetzt der einzige da hinten nur noch, ne? Der. Die Tür, wo ich wieder in den Raum komme, in dem ich aufgewacht bin. Jemand jetzt? Und war die ganze Zeit die Action-Musik. Da bist du! Wieder so ein Jesus. Oh, da oben ist auch einer. Willst du mal sterben? Kommt nämlich der Josef, der will auch noch. Ah! Oh. Den anderen krieg ich auch noch.
gerade. Oh, danach wird er weggelegt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Habe ich jetzt hier... Oh, warte mal, ist hier für der kleine Schlüssel? Dein Ernst? Dafür habe ich jetzt den alten Schlüssel gebraucht. Alles klar. Na gut. Dann habe ich jetzt noch das Zahnrad, um weiterzukommen, was Rätsel angeht. Sonst wüsste ich jetzt gerade nichts. Kann ich sonst noch was herhaben? Naja, kein Plan. Werden wir sehen. Hier habe ich ja soweit alles gesammelt. Willst du dann mal eingeben für das Zahnrad? Ja. Hier ist die Munition, die Pistole. Stapelt sich 85, es stapelt sich also immer noch weiter. Das ist so krass. Es ist so krass. Aber warte mal, hier war ja auch noch eine Uhr. Wann die Salbe, das Ointment-Zeug. So. Perfekt. Fällt mir nicht, dass die beiden so ein Florett in der Hand haben. Ah, funktioniert nicht. Sieht aus, würde ja was fehlen. Geht sehr gut. Peng. Klassische Uhrenrätsel, nur dass es hier anders läuft. Ein goldener Schlüssel. Ich weiß auch schon wofür. Ich weiß auch schon wofür. Bin ich hierfür. Die Bibliothek. Warum ist es hier eigentlich? Was? Hat ein kleines Schloss? Oh nein, ich hätte schon hier rausgehen können. Jetzt habe ich wieder dafür einfach eine doofe Munition geholt. Ist ja auch egal. So. Erstmal hier hinter. Wie gesagt, die Bibliothek. Ich hätte jetzt wahrscheinlich auch oben in der Haupthalle das aufmachen können. Ich weiß schon, ich renne hier wahrscheinlich durch, weil ich noch so viel Munition und Heilung habe. Aber es gibt ja auch unter anderem so Bosse, die sind richtig kacke eklig. Richtig kacke eklig. Ja. Und ein Wolfsgesicht, den Wolfskopf. Muss ich, glaube ich, jetzt einfach hier oben einsetzen. Hier brauche ich das Buch in der Hauptteil und dann kriege ich den anderen Kopf. Alles klar. Also brauche ich noch einen goldenen Schlüssel. Ja. Die andere Seite. Aber was mache ich dann? Was kann ich noch holen jetzt? Ja, nichts mehr, oder? Ah, ne, doch, ich habe den Schlüssel ja noch. Ach so, den kann ich jetzt... Ah, ich kann ihn für beide Seiten... Okay, ich dachte, der ist jetzt weg. Gut zu wissen. Da wäre ich mal lieber gleich in der Haupthalle. Na, egal. Dann laufen wir das Stück. So. Ich werde danach ist er dann nämlich aufgebraucht. Aber ich brauche noch einen kleinen Schlüssel jetzt für hier raus. Aber ich höre die ganze Zeit die Hunde, ne? Ich weiß, dass hier, glaube ich, keiner durch die Türen, durch die Fenster gesprungen kommt, wie in Resident Evil. Aber vielleicht haben sie ja was verändert von der Early zu hier. Keine Ahnung. Also, das. Wäre auf jeden Fall mal eine lustige Überraschung. Haben sie aber nicht gemacht. Glaube ich nicht. Nimm auf, ne? Muss immer gucken, dass ich aufnehme. Wichtig. Geräusch. Gut, immer noch. Kommt nicht mehr wieder. Gesperrt. Ja, jetzt ist er weg, seht ihr? Und das rote Buch. Oh ne, warte mal, ich wette. Ich wette, das Buch ist falsch in der Bibliothek. Ich brauche nämlich das andere Buch. Warte, ich sag's euch gleich. Warte mal, kann ich hier durch eigentlich?
Ah, ich kann hier doch in den Garten gehen, sehe ich gerade. Ah. Gut, da gibt es auch noch was. Ne, kein Strom, okay. Ja, in den Garten kann ich auch schon. Oh, ich habe so ein bisschen Angst, wisst ihr warum? Ja, weil hier kommen die Hunde, glaube ich. Ey! Ja. Hat mich nicht so oft treffen lassen hier. So sieht's aus. Wieder so ein großer hier. Ja, danke schön. Ich hab so ein bisschen Angst. Hunde sind immer eine Spur härter als Gegner. Komm jetzt. Very good. Ich höre noch einen Hund irgendwo. Danke. So viele hier. Hat der da Alarm hier? Komm her. Gib ihn nochmal jetzt. Ah. Ah. Gib mir noch einen Hund. Du lebst doch auch noch, ne? Jawohl. Alter, 100 Schuss schon. Aber hier eine Gartenschere. Oder Heckenschere oder was auch immer. Da sind doch noch Hunde, ich hör's doch. Ich höre sie doch. Hey. Okay, das Ende. Was? Die Tür ist verschlossen. Sie hat kein Schloss. Was? Verschlossen. Verschlossen, sie hat kein Schloss. Oh, da drin liegt was Feines. Rotmunition durch einen Artmechanismus. Ah. Ätzend. War der Hund? Nee. Gar nichts mehr. Okay. Was klappt? Ich kann die Tür nicht öffnen. Das ist ja alles nur Angst machen mit den Hunden. Ihr bläden Viecher. Löwenkopf werde ich mit Bosnett nicht rauskriegen. Ah, ich weiß schon, was ich hier machen muss. Naja, hier muss ich den anderen einsetzen. Oh, warte mal. Oh, guck mal, ich kann sogar die Waffen wechseln, wenn ich mit dem Mausrad rolle. Das ist ja geil. Ja. Alter, das ist...
stapelt sich halt immer noch. Hier ist Salbe. Das, was ich jetzt mache. So. Salbe. Jetzt bin ich fein. Alles ist fein und jetzt kann ich eigentlich mal die Heilung benutzen und habe jetzt wieder ein bisschen Platz. Boah, also Gärten generell, ne? In solchen Horrorspielen finde ich die nicht geil. Also nämlich immer irgendwelche Hundeviecher oder sonstige. Kann ich die Vasen zerstören? Wollte ich, glaube ich, damals auch schon gefragt, aber es geht nicht, wie ihr seht. Das ist die Salbe. Ah, die kann man nämlich stapeln, ne? Ja, sehr gut. So, jetzt habe ich hier... Ach, was brauche ich die Schere? Ah, ich glaube, ich weiß, wofür ich die Schere brauche. Pass auf. Aufpassen, ich zeig's euch. So. Ich muss jetzt nämlich erstmal oben, glaube ich, das ablegen. Dann kriege ich das andere Buch dafür. Warten Sie, warten Sie. Weil hier, glaube ich, ging das nicht mit dem Buch. Hier nämlich, seht ihr? Das kann hier platziert werden. Nee. Kann ich mich nur oben benutzen. Im oberen Stockwerk, da wo der Typ war mit der... Ja, mit der Fackel und was der hatte, der Stab. Und hier... Wenn ich ja nicht mehr hier raus kann... Ja, das Schloss klemmt. Brauchte ich nämlich jetzt den Schlüssel hierfür. Den Mondschlüssel, das war der Grund. Nicht einfach, dass man hier nochmal reinkommt mit einem kleinen Schlüssel. Sondern hierfür. Ich glaube, hier jetzt die Hecke. Habe ich noch in Erinnerung gehabt. Ah, guck mal, hier ist wieder der Garten. Kann ich jetzt hier? Ein Schloss. Hier, seht ihr? Schwaches Licht ist ja der Hecke zu erkennen. Oh, es gefällt ihm aber nicht, dass ich die Hecke schneide. Bist du der Gärtner gewesen? Dankeschön. Ein Engelsmedaillon. Freut sich aber nicht darüber. So, das war das erste Medaillon. Ich brauche ja zwei von diesen runden Scheiben. Auf dem Koffer eben stand RV. Was bedeutet das wohl? Ja. Gut. Schaut spannend irgendwie. Auch wenn die Zombies allesamt recht Transgegner sind, aber ich glaube, das wird später noch ein bisschen krasser. Zumindest erinnere ich mich noch dran, dass es später ein bisschen heftiger wurde. Ich glaube, hier habe ich auch ewig gebraucht damals. So, jetzt habe ich mich das andere Buch. Und ein Stück Papier ist aus dem Buch gefallen. Na sowas. Was haben wir denn hier? Erstmal das Buch, das blaue Buch. Und Zeichnung antiker Symbole. Okay, das war's wohl. Ein antik aussehendes Buch, gebunden in blauem Leder. Oder blaues. Blaues Leder. Kopf der Statue fehlt. Wie ich den denn her, bitte? Was? Hier ist kein Griff. Wo kann ich Fernsehen gucken? Ich meine... Nee, ich konnte kein Fernsehen gucken. Hier, schade. Irgendwo konnte ich doch mal Fernsehen gucken. Oder war das jetzt ein anderes Spiel? Ich glaube, es war ein anderes Spiel. Engelssymbol, das Buch, die Bibliothek, so, wo waren die? Aber hier, ich muss ja gleich ein bisschen abkürzen. So. Die Rumrennerei ist ein bisschen unnötig, aber so ist es halt bei diesen Spielen. So, jetzt hier. Genau, jetzt bekomme ich dafür den Löwenkopf.
Und den kann ich hier aber nicht einsetzen. Das ist nämlich nur eine Nachbildung. Ja, ihr habt euch fast gedacht, ich muss nämlich raus in den Garten. Und da an dem Brunnen die Nachbildung einsetzen. Ist halt wie gesagt ein bisschen hin- und hergerennerei hier für nix. Und ich brauche immer noch den kleinen Schlüssel für die Tür hier draußen. Ich glaube, da war nämlich der Kopf, wenn ich jetzt hier das hier aufgeschlossen hätte mit dem kleinen Schlüssel. Hätte ich den Kopf bekommen. So, also erstmal hier. Nummer eins. Und... gibt's hier noch was? Okay. Das Feuer. Feuer ist schuld. Und dann gleich nochmal den ganzen Weg zurück, ne? Also ich glaube, ich bin schon deutlich schneller als damals. So. Ich habe gerade gehört, wie sich etwas bewegt hat. Mein Gehirn. So, jetzt habe ich den Löwenkopf. Das schließt sich mir alles gerade wieder, was ich damals noch gemacht habe. Und dann geht's in den Garten. Und dann, ja, mal gucken. Ich weiß nämlich noch, da gab es einen sehr assigen Boss, der hat mir nicht gefallen. Weil der war ziemlich stumpfsinnig. Aber mal gucken, wie er jetzt läuft. Sollte ich, glaube ich, einfach nur draufhacken und immer so ein bisschen heilen zwischendurch. Weil ich glaube, zielen und schießen konnte man gar nicht so wirklich. War das mit dem Messer fast besser. Mit dem Messer fast besser. Aber so ein No-Damage-Run kannst du ja sowieso vergessen beim Spiel. Weil das mit den Zombies ganz komisch funktioniert manchmal. Ja, immer noch Hunde. Ich hab die Hunde alle gekillt, das kann nicht sein. Schweine. Lady Sau. So. Warum auch hier jedes Mal die Sequenz kommt, ne? So. Und jetzt... tada! Das wusste ich nicht mehr, dass das... ich dachte, irgendwas am Kamin passiert mit dem Bild, aber nee. Okay. Interessant. Hier was? Hier ist gar nichts. Kling. Oh, was haben wir denn hier? Sieht sehr alt aus, vielleicht hunderte von Jahren alt. Ah, das Bild des Bösen. Habe ich das der Engel oder das des Bösen? Journal von Dr. Arnold Howard. 5. Juli 1981. Obwohl die Gruppierung behauptet, es gebe sie bereits seit Jahrhunderten, konnte ich keine Beweise dafür finden. Bisher war meine Zeit im Anwesen der Gemeinschaft eher unangenehm. Sie versuchen, vieles von mir zu verstecken, obwohl ich eigentlich ein passiver Beobachter sein soll. Obwohl sie es mir nicht offen sagen, denke ich, dass ihr ultimatives Ziel ein Opfer für diesen Meister ist. Dieser Name ist in einigen Gesprächen von ihnen gefallen. Mit ihnen gefallen. Ich glaube, der Meister ist ihr Gott. Doch sie reden von ihm, als würde er unter ihnen leben. Ich untersuche sie schon seit Wochen und es ist immer noch nicht klar, was ihre wahren Absichten sind. Soweit ich weiß, warten sie darauf, dass jemand zu ihnen kommt. Jemand von großer Wichtigkeit, der ein großes Ereignis einleiten soll. Möglicherweise die Apokalypse. Vielleicht sind ja wir das. Die Person der Apokalypse. Aber irgendwas fehlt hier noch. Nimmst du die? Ja. Kostenloser Speicher. Ich weiß, dass mir noch was fehlt, Leute. Wenn ich die Teile jetzt einsetze, dann wird da nichts passieren. Da fehlt noch irgendwas. Ich frag mich nur gerade, was fehlt mir noch? Habe ich hier oben noch was übersehen? Ich habe nämlich eben gedacht, in Regalen wäre noch was gewesen. Hier, das habe ich geguckt. Bücher. Ah! Habe ich es nicht gewusst, da ist noch ein alter Schlüssel. Kann ich jetzt speichern? Warte mal. Ja. Der Schallplattenspieler funktioniert bestimmt nicht, da war nur für die Schallplatte da. Aber ich weiß ja, wo ich jetzt hin muss. Mal das Teil einsetzen. So.
Irgendwie ab dem Garten, also man kommt ja dann in den vorderen Teil des Gartens noch. Ab da weiß ich irgendwie gar nichts mehr, wenn ich so drüber nachdenke. Ab dann ist alles weg. Ja, der ist jetzt nämlich auch futsch, der Schlüssel. Ah, ne. Ja. Okidoki. Oh, da sind wieder Freunde. Komm mal her. Ein bisschen anschießen. Oh, da geht der doch schnell um mit 4 Schuss schon. Ernsthaft, das war ein Schuss. Okay, ich nehme es zurück. Die Pistole ist wohl doch ziemlich stark. Und hier, Geralds Memo an das Personal. Ich fürchte, ich habe einen Fehler gemacht. Der Meister hat eine neue Ladung Elixier für das anstehende Ritual gebraut. In meiner Begeisterung für diese verheißungsvolle Veränderung, über die er so oft geredet, habe ich wohl heimlich ein paar Schlucke vom Zeremonienkelch aus der Küche gekostet. Ich weiß ja, dass der Meister allwissend und weise ist, aber ich denke, er könnte das falsche Rezept erwischt haben. Kurz nachdem ich von dieser bitteren Mixtur gekostet hatte, fühle ich mich sehr komisch. Meine Arme und Beine bewegen sich von selbst und machen es mir schwer, diese Zeilen zu schreiben. Und diese Gedanken, seltsamen Grübeleien, die nicht aus meinem eigenen Kopf zu stammen scheinen. Erdrückende Gedanken von Gewalt und Brutalität scheinen aus dem Nichts zu kommen und sie treiben mich in den Wahnsinn. Ich hoffe, eine lange heiße Dusche wird mir helfen. Geralt. Okay. Ich glaube, er hat das Zombie-Elixier getrunken. Und hier ist der Kopf. Ja, was ist das? Zombie-Gas. Ja, überhaupt nicht auffällig. Zombie-Gas. Zombie-Gas. Wo bin ich denn hier? Ah ja, okay. Hab ich nachgeladen? Ja. Jetzt weiß ich nämlich auch, was mir fehlt. Der letzte Gegenstand. Ich zeig's euch. Heißt das, dass ich die Zombies übrigens mit der Taschenlampe schneller anlocke, oder wie soll ich mir das vorstellen? Weil die paar Minuten mache ich jetzt noch länger. Ich habe ja gesagt, die Parts werden ein bisschen länger jetzt am Anfang. Weil... ist geil. Ne, und dann habe ich das mit dem Garten. Dann kann ich das nämlich speichern. Und dann habe ich erstmal wieder ein bisschen was geschafft hier. Muss halt mal gucken, wie das reicht. Mit dem Krankenhaus und so weiter. Ich kann halt nicht für jeden Part jetzt, für jeden Tag Parts produzieren. Ich wollte ja eigentlich auch mal wieder ein anderes Spiel. Ich wollte mal wieder so zwei Projekte. Was haltet ihr eigentlich von zwei Projekten? Auf dem Zweitkanal habe ich ja auch noch Mass Effect am Laufen. Das habe ich ja auch schon jetzt ewig und 3 Tage nicht mehr gespielt. Ja, ich weiß, ist doof. Kannst du nicht aussuchen. Ich bin halt gerade so am Struggeln mit Zeit, mit allem und... Ich frage mich halt echt, wie Leute, die Familie und einen Beruf haben, nebenbei irgendwie noch Videos rauspressen. Also der Schauerland zum Beispiel, kennt ihr ja vielleicht, ne? Der macht ja auch mal so diese Ein-Part-Videos mit 5 Stunden und plus, oder was hast du nicht gesehen? Wie bitte? Wie? Wie machst du das? Mein Lieber. Kein Plan. So, wir haben den Stein. Den muss ich nämlich auf dem kleinen Becken platzieren, wo da stand, da kommt Böses raus, irgendwas. Und dann hört es aber auch auf mit dem, was ich weiß. Im Garten weiß ich, glaube ich, nur noch da mal irgend so ein Rätsel mit Licht. Also ja, sorry, wenn ich das jetzt alles so ein bisschen im Kopf durchhandle schon. Ist vielleicht auch nicht jetzt, wenn ihr es von Blind seht, das Beste, wenn ihr das hier schaut, sondern vielleicht erstmal die Early Access. Ich habe es, glaube ich, gar nicht Early genannt, sondern Them and Us nur mit einem Und-Zeichen und nicht mit Und ausgeschrieben. Wie hier, also And, Them and Us. Naja, guckt da mal rein, ich werde es noch umbenennen, die Playlist in Early. Early Access. Und das ist wahrscheinlich auch ein bisschen spannender als das hier, weil hier renne ich jetzt einfach nur durch. Klar, könnte man doch sagen, ich hätte es jetzt eigentlich schon vorspielen können und bis dahin zocken, dass ihr dann das Erlebnis habt und nicht das hier. Also ab da, wo ich dann damals das Early aufgehört habe, auch finde ich doof. Ich will ja auch wieder reinkommen. So ein bisschen. Verstehst du? So, hier habe ich noch Kram abgelegt. Ich beides mitnehmen, perfekt. Lass mal trotzdem die ganze Heilung hier liegen.
ist ja im Prinzip mein Hub hier drinnen. Da kommt man jetzt. Oh, das strahlt schon. Ich dachte, das kommt jetzt erst. Feuerzeug. Barschnisch, glaube ich. Oh, und damit ist die Tür auf. So. Alles gut, Leute, ich gehe speichern. Alles Grammophon, damit kann ich meinen Fortschritt speichern. Oh, ich habe einen automatischen Speicherslot. Ich den benennen? Nee, leider nicht. Leute, das war's. Danke fürs Zusehen, danke fürs Liken und Kommentieren. Es wäre mir eine Freude. Was? Gesamtspielzeit? Spielzeitdurchgang. 2:28. Habe ich so lange die Alpha da, die Early gespielt? Ich weiß gar nicht. Ja, wäre mir eine Freude, wenn ihr das Spiel liked und kommentiert. Und wir sehen uns wieder zu Them and Us. Ich bin der Bruger. Macht's gut. Tschüss.